Dann willkommen nochmal beim Digiges Abend. Jetzt kommt Anna Biselli mit einem Rückblick auf den 30C3. Jo, hallo. Es kam über Twitter der Vorschlag, dass man doch heute einen Rückblick auf den 30C3 machen könnte. Das war also quasi gar nicht meine oder unsere Idee, sondern der Vorschlag kam und ich dachte mir so, ja cool, machen wir mal. Dann kam die Frage, was sage ich jetzt überhaupt? Und die Idee war, klar, weil man irgendwie in einem gewissen Zielpublikum sich bewegt, ja, wir sprechen über die netzpolitischen Aspekte auf dem 30C3. Das ist aber auch immer noch ziemlich viel gewesen, also dachte ich, ich gebe jetzt denen, die vielleicht nicht da waren oder die da waren und selbstverständlich nicht alles sehen konnten, so eine Art ja, Programmempfehlung, was man denn in den vielen Streams, die es unter dieser Adresse gibt, noch so nachsehen könnte. Das heißt, es ist mehr eine relativ subjektive Auswahl von dem, was ich gut fand, was ich gesehen habe, was ich vielleicht später in den Streams gesehen habe und was ich empfehlen würde. Das heißt nicht, dass da nicht ganz viel fehlt und generell ist das gerade irgendwie eine seltsame Situation, weil viele von den Sachen, die ich empfehle, dass die Redner davon auch hier sitzen, deshalb dürfen die mir gerne verzeihen, wenn ich irgendwas Falsches sage und das nicht ihre Intention war oder so weiter und so fort. Genau, wir fangen damit an. Ganz viel im netzpolitischen Bereich von dem 30C3 drehte sich selbstverständlicherweise um Überwachung. Überwachung, klar, weil wir haben ja im letzten Jahr massenweise mit Überwachung zu tun gehabt. Die NSA hat sich da gut eingereiht und deshalb gab es da ziemlich viele spannende Vorträge von. Zum Beispiel einen Vortrag, den ich sehr gut fand, war Der tiefe Staat. Der hat über die Geschichte der Überwachung in Deutschland erzählt und darüber berichtet, wie die Geheimdienste, also der BND, der Verfassungsschutz und der militärische Abschirmdienst in Deutschland entstanden sind und wie die immer weiter ihr ja, Einsatzgebiet ausgeweitet haben. Und er hat dazu aufgerufen, dass eben Hacker, das heißt potenziell das Zielpublikum, das da war, die Aufgabe haben, ja, diese Ausweitung oder die Präsenz dieser Geheimdienste eben in den Medien und in der Öffentlichkeit aufzuzeigen und die Überwachung, die dadurch geschieht, bewusst zu machen. Das heißt, die Überwachung, dieses abstrakte Ding, was erstmal niemand wirklich fühlt, an die Menschen heranzutragen und ihnen zu sagen, was das für sie bedeutet. Ein anderer Vortrag, der sich auch mit den historischen Dingen beschäftigt hat, aber eben nicht mit den Geheimdiensten von Deutschland direkt, sondern mit den Geheimdiensten, die sich mit Deutschland beschäftigen, war der Vortrag von Professor Foschepoth, der meinte, die Bundesrepublik Deutschland ist das am meisten überwachte Land in Europa. Er hat Grundlagen ausgeführt zur Geschichte der Überwachung von Deutschland und versucht zu erklären, warum Deutschland so stark überwacht wurde. Das hat eben angefangen mit der Überwachung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, eben durch die Besatzungsmächte, durch die USA. Dann ging es weiter mit Westdeutschland überwacht die DDR, die Alliierten überwachen die DDR und im Endeffekt überwacht jeder jeden. Und daraus ist so eine Art Überwachungsmaschinerie entstanden, die aber irgendwie nie aufgehört hat. Das heißt, der Krieg ist vorbei, der Kalte Krieg ist vorbei, aber Überwachung gibt es immer noch. Und deshalb hat der Professor Foschepoth dann einige Punkte aufgeführt, die für die politische Diskussion wichtig wären. Seiner Meinung nach wären das zum Beispiel, dass die Bundesrepublik ihre Souveränität wirklich durchsetzt und klargestellt werden muss, dass Rechtsstaatlichkeit gilt und eben nochmal über Grundrechte debattiert werden muss, wenn es um die Überwachung geht. Ein weiterer Vortrag, der sich auch auf Geschichtliches bezogen hat, aber eben nicht so deutschlandzentriert, ist der Vorschlag von Eleanor Zeita und Quinn, und das war No Need to Ground in a Burning World. Der Vortrag hat relativ gut ausgeführt, wie Technologie nicht neutral sein kann, aber auch nicht nur gut und schlecht sein kann. Das heißt, es ging darum, warum ja Regierungen so handeln, wie sie handeln und warum sie überwachen und warum sie Technik einsetzen. Und das ist eben nicht dieses Pauschaldenken von wegen, ja, Überwachung ist gut oder Überwachung ist schlecht und wir müssen Überwachung abschaffen oder sie durchsetzen, geben kann im Prinzip, sondern dass man immer abwägen muss, was man tut. Es waren zum Beispiel sehr gute Beispiele in dem Vortrag zum Thema, was kann man mit Code machen. Das heißt, wenn man Code schreibt, dann kann man natürlich ganz viele verschiedene Arten von Code schreiben. Man kann Code dazu schreiben, um Programme zu schreiben, die Menschen glücklich machen, indem sie mit ihren Verwandten kommunizieren können. Und man kann Code schreiben, die das Leben von Menschen schwerer machen, weil sie überwachen oder diskriminieren. Okay. Ja? Das ist an? Okay.
Hört man mich jetzt besser? Wat nu? Hallo? Ich sag mal was. Mir ist egal. Sorry. Okay, ein weiterer Test Vortrag. Test 1, 2, 3. Hallo? Test zurück, ja? Alles prima, gut. Ich mache einfach weiter. Und zwar, ich hatte schon Angst, dass hier ganz viel englischsprachiges Publikum sitzt und ich ganz viele deutschsprachige Empfehlungen gebe, von denen die gar nichts haben. Es gab zwar zu allem möglichen Live-Übersetzungen, aber ich finde gerade Dinge, die sich mit deutscher Sprache oder deutscher Sprache, die von deutschen Politikern benutzt wird, beschäftigen, sind nicht ganz so gut übertragbar. Und zwar, das war der Vortrag von Maha und Kai Hamacher, keine Anhaltspunkte für eine flächendeckende Überwachung. Der hat nochmal sehr schön zusammengefasst, was unsere Regierung und die offiziellen Medien uns so in den letzten Monaten zur Überwachung erzählt haben und was da so für Floskeln gefallen sind. Wir alle kennen ja quasi, dass es keine Überwachung gab oder die Überwachungsaffäre mehrmals beendet und wieder angefangen wurde. Und Überwachung unter Freunden geht ja auch nicht und überhaupt. Also wir haben ganz viele Floskeln ganz oft gehört. Und unter anderem war da auch dabei, dass es ja so und so viele Terroranschläge gab, die von den USA oder von der NSA verhindert wurden, so und so viele in Deutschland. Und da wurde dann auch diese schöne Bayesche Gleichung irgendwie aufgestellt. Ja, wie wahrscheinlich es denn ist, wenn man Indizien hat, dass jemand wirklich ein Terrorist ist und umgekehrt und so fort. Das heißt, es war ein sehr erheiternder Vortrag, weil mit den ganzen Überwachungsgeschichten kann man manchmal relativ deprimiert werden und dann tut es ganz gut, wenn man auch mal darüber lachen kann. Etwas, worüber man weniger lachen kann, war der nächste Vortrag von Trevor Pagelin. Er hat sich damit beschäftigt, geheim gehaltene Orte aufzusuchen oder geheim gehaltene Fakten aufzudecken, die eben in die Überwachungs- und Geheimdienstaktivitäten der USA fallen. Das Ganze war sehr beeindruckend, aber auch beunruhigend, weil er auch Sachen gemacht hat, wie zum Beispiel ja, verborgene Flugpläne von der CIA aufzudecken und geheim gehaltene Areale zu fotografieren. Auf jeden Fall aber ein sehr beeindruckender Vortrag. Ein weiterer Punkt, der auch sehr schön und abwechslungsreich war, war einfach mal zu sehen, wie Überwachung in anderen Kontexten und anderen Ländern funktioniert, weil wir sind ja immer gewohnt, über Überwachung in Deutschland oder zum Beispiel Überwachung ja, in den USA nachzudenken oder zumindest sehr europazentriert. Und es gab dann einen Vortrag über die Überwachung in Indien. Es gab sogar zwei Vorträge, aber den anderen habe ich leider nicht gesehen. Und der beschäftigte sich eben damit, mit gewissen Vorurteilen aufzuräumen, wie zum Beispiel, ja, dass sich Menschen in Indien überhaupt nicht für ihre Privatsphäre interessieren. Manchmal hat man eben den Eindruck, wenn man sehr europazentriert denkt, dass zum Beispiel in Asien die ganze Debatte überhaupt kein Thema ist und dass den Menschen dort vielleicht erzählt wird, ja, der Staat kann euch nur beschützen, wenn ihr ein gewisses Maß eure Privatsphäre aufgibt. Er hat zum Beispiel Dinge vorgestellt, wie das National Population Register in India, wo ganz viele biometrische Daten registriert werden und ein ja, Identitätsprogramm, mit dem eben festgestellt werden soll, dass Leute, die vorgeben, sie zu sein, auch wirklich sie sind. Da es in Indien öfter Probleme damit gibt, dass ja, finanzielle Leistungen bezogen werden für Menschen, die schon längst verstorben sind. Und das Ganze bringt eben gewisse Probleme mit sich, zum Beispiel, dass alles in einer zentralisierten Datenbank abgerufen ist oder dass diese ja, Identifizierungsprogramme eigentlich freiwillig sein sollten, aber dass man zum Beispiel ohne diese Identifizierungsnummer nicht mehr heiraten kann. Das heißt, von Freiwilligkeit kann eigentlich keine Rede sein. Ich würde den Vortrag also jedem empfehlen, der mal über die Überwachung im europäischen oder amerikanischen Kontext hinausschauen will. Ja, neben all den frustrierenden Geschichten gab es auch einige Vorträge dadurch, was man denn überhaupt noch machen kann. Das heißt, man könnte ja jetzt mittlerweile denken, ist ja alles sinnlos geworden. Und da gab es klassischerweise wieder einen Vortrag über das Tor-Netzwerk, so wie, glaube ich, fast jedes Jahr auf dem Kongress. Diesmal hat er sich aber nicht so sehr auf die technischen Details bezogen, sondern damit auszuführen, dass Anonymität, wie sie das Tor-Netzwerk oder die Benutzung von Tor bieten will, nicht nur
der Anonymität von Privatpersonen dient, sondern dass ganz verschiedene Nutzergruppen eben Interesse an der Anonymität haben. Dazu gehören dann zum Beispiel auch Polizisten. Es wurde dann darüber berichtet, dass eine Schulung bei der Polizei in Belgien durchgeführt wurde, um eben Polizisten zu ermöglichen, zum Beispiel Kinderpornoseiten zu besuchen, weil Kinderpornoseiten mittlerweile intelligent geworden sind und IP-Adressen, die von der Polizei kommen, eben einfach blocken. Das heißt, es gibt ganz viele Interessensgruppen, die an der Weiterentwicklung von Tor interessiert sind und die auch finanzieren. Das heißt, auch die amerikanische Regierung finanziert da. Und ein Aufruf aus diesem Vortrag war eben auch, dass sie gerne mehr unabhängige Finanzierung hätten, damit sie ihre Prioritäten auch unabhängiger setzen können. Denn es ist klar, wenn die amerikanische Regierung finanziert, dann gibt die amerikanische Regierung auch in gewissen Teilen vor, was gemacht wird. Ja, ein weiterer Vortrag von dem Rüdiger Weiß, der dahin sitzt, war Kryptographie nach Snowden. Das heißt, bringt Kryptographie überhaupt noch irgendwas oder können wir damit noch was machen? Und es ist eben auch wichtig zu sehen, dass Mathematik eben auch noch besteht, wenn die NSA da ist und dass man Mathematik eben nicht so einfach umgehen kann. Und dass eigentlich vielmehr das Problem ist, dass die Implementierungen kompromittiert sind oder unsauber durchgeführt sind. Und dass es deshalb einfach offene Implementierungen und offene Software braucht, um zu verschlüsseln und nicht die Mathematik an sich kaputt gemacht wurde. Dann gab es noch die zivilgesellschaftliche Variante des Protestes, und zwar die Demo von dem AK-Vorrat, die durchgeführt wurde. Die war nicht besonders groß, es waren nur 500 Leute da. Die 500 Leute wurden trotzdem gehört und es wurde eben auch berichtet, dass Leute am Rand der Demo gefragt haben, was sie denn da eigentlich machen. Und dass sie dann irgendwie gefragt haben, ob die Leute am Rand denn schon mal was von Edward Snowden gehört haben. Die Leute meinten, nee, wer ist denn das? Und alleine dadurch, dass vielleicht diese Frage beantworten konnte und dass man mal sich in Hamburg gezeigt hat, denke ich, hat diese Demo durchaus ihre Berechtigung gehabt. Ein weiteres großes Feld war Datenschutz. Das heißt, Datenschutz ist ja auch so ein allgegenwärtiges Thema auf dem Kongress. Und in aktueller Weise geht es da zum Beispiel um die Datenschutzreform in Europa. Da hat der Jan-Philipp Albrecht nochmal einen Überblick gegeben, wo man denn gerade steht und was es gerade geht. Der Vorschlag ist jetzt quasi in Verhandlungen. Es geht jetzt darum, aus dem guten Kompromiss, der vom Parlament vorgelegt wurde, eben eine so gut wie mögliche Regulierung aus dem bestmöglichen, oder naja, es gab eben viele Amendments, aber man hat irgendwie einen Kompromiss gefunden und man muss jetzt dafür sorgen, dass in weiteren Verhandlungen nicht verschlechtert wird oder vielleicht noch ein bisschen verbessert wird. Und darüber gab es einen kurzen Überblick. Dann ein Vortrag, der mir persönlich sehr gefallen hat und dem ich jedem ans Herz legen würde, war ein Vortrag von unserem ehemaligen Datenschutzbeauftragten Peter Schaar, der darüber geredet hat, ob Datenschützer an sich überhaupt irgendwas nutzen, ob sie eine Reichweite haben, ob sie wirklich kontrollieren können oder ob das bloß eine formale Papiersache ist. Ich fand es sehr schön, dass er meinte, jetzt da er nicht mehr im Amt ist, kann er ja darüber herziehen, was die jetzigen Datenschützer machen. Und auch, dass er gesagt hat, dass Datenschutz einfach zu wichtig ist, um es irgendwelchen Behörden zu überlassen, fand ich sehr gut auf den Punkt gebracht. Das heißt, wir brauchen natürlich amtliche Datenschützer, wir brauchen Gesetze, aber wir brauchen eben auch eine Art Kontrolle der Kontrolleure durch die Zivilgesellschaft und eine Kontrolle derjenigen, die die Kontrolleure kontrollieren. Genau. Der weitere Beitrag von Leonard und dem Moritz Jakobs war das Recht auf Remix. Das war ein sehr unterhaltsamer Vortrag. Es gab viele lustige Beispiele von Remixen und viele Beispiele, wo absurderweise Remixe abgemahnt wurden, obwohl das ja wirklich offensichtlich sinnlos ist. Und was ich sehr schön fand, war, dass der Moritz einen kurze Vorschau auf ein Museum für Recht auf, also für Remixe gegeben hat, das, wie ich gehört habe, im Vorfeld der Republika gelauncht wird. Also das heißt, im Mai diesen Jahres können wir uns auf ein Museum hoffentlich für Remixe freuen. Ein weiterer Vortrag über all das Lustige, was uns zum Beispiel die E-Mail beschert hat, war Bullshit Made in Germany von Linus Neumann. Da ging es um alles, was Deutschland hervorgebracht hat, zum Beispiel die E-Mail und das Schlandnet und die Deutschland-Cloud. Ich glaube, ich muss nicht mehr vielen Leuten erzählen, dass die E-Mail einfach eine doofe Idee ist, weil Nutzer bezahlen dafür, es wird quasi interessanter für Hacker, weil sie jetzt nur noch einen Dienst angreifen müssen. Es gibt keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mehr, damit der Staat auch ein bisschen besser mitlesen kann. Und prinzipiell ist das Ganze nur eine Geschichte, mit der Leute Geld verdienen und Nutzer nicht wirklich irgendwas davon haben.
Genau, dann haben der Markus und der Thomas Lohninger noch was über Netzneutralität erzählt. Das ist auch gerade dieses Jahr ein ziemlich oft hochgekommenes Thema, dadurch, dass die Telekom beschlossen hat, ja, man könnte ja mal vorschlagen, Dienste zu drosseln, wenn man eben keine Premium-Dienste hat und man sozusagen ein Zweiklassen-Internet geschaffen hat. Das Ganze ist aber nicht nur auf deutscher Ebene durch die Telekom interessant geworden, sondern eben auf EU-Ebene, weil gerade die Gesetzgebung in der EU eine, ja, eine Reformierung anstrebt. Und das heißt, momentan ist der Moment, wo man Einfluss nehmen kann auf die Abgeordneten, eben auf die Debatte. Und dafür wurde eben die Save the Internet EU-Kampagne gestartet, bei der man seinen Europaabgeordneten kontaktieren kann, um vielleicht nochmal Einfluss darauf zu nehmen, dass es eventuell ein neutrales Netz geben könnte. So, das waren quasi meine Vorschläge für das, was ihr euch angucken könnt, wenn ihr nicht auf dem Kongress wart oder was ihr nicht gesehen habt. Aber wie immer auf dem Kongress gab es da noch viel mehr. Und zwar, es gab noch einige Sachen, die sehr prominent auf dem Kongress waren. Zum Beispiel gab es da die Keynote von Glenn Greenwald. Und die war in vielerlei Weise interessant und auch teilweise amüsant. Das heißt, sehr schön fand ich, dass er selber meinte, dass diese ganze Edward Snowden-Leak-Geschichte fast gescheitert wäre, weil er ja nicht verschlüsseln konnte und er nicht richtig wusste, wie man diese ganze PGP-Sache bedient. Das war auch so der Moment, wo mir klar geworden ist, dass sich das Publikum auf dem Kongress auch verändert hat, weil zum ersten Mal hat ein Journalist auf dem Kongress als Keynote-Speaker gesprochen. Zum ersten Mal war das niemand direkt aus der Technik oder aus diesem politisch-technischen Umfeld. Und da stellt sich jemand hin und sagt, er weiß nicht, wie PGP funktioniert und Leute applaudieren im Endeffekt noch dazu. Das ist ein Punkt, den kann man gut finden, das ist ein Punkt, den kann man schlecht finden. Ich selber erlaube mir kein Urteil dazu, aber tendiere dazu, dass Erdgeist hat dazu einen netten Tweet gebracht, also nicht zu dem, sondern zu dem Thema, was ich gerade angesprochen habe, dass viele Leute sich über zu technische Talks beschwert haben und vielleicht den Geist des Kongresses nicht verstanden haben. Ich würde mich dem ein bisschen anschließen, aber freue mich natürlich auch, dass man viele Leute auf dem Kongress findet. Wie gesagt, dieses Jahr waren es, je nach Quelle, zwischen 8.000 und 10.000 offizielle Zahlen. Weiß ich nicht, ob es die überhaupt gibt oder ob die so offiziell sind. Aber nichtsdestotrotz, die Keynote von Glenn Greenwald war zumindest sehr motivierend. Das heißt, er hat dazu aufgerufen, dass die Technologie eben doch dazu beitragen kann, ein freies Internet zurückzuerobern. Und dass eben auch die Möglichkeit ist für die Leute, die technisch versiert sind, in dieser Schlacht um die Internetfreiheit mitzuarbeiten. Eine andere Sache zu diesem Talk, wer ihn gesehen hat und wer mehr Informationen dazu hat, mich persönlich bewegt immer noch, ob Glenn Greenwald dabei in einem Flugzeug saß. Denn Glenn Greenwald hat nämlich auch gesagt, dass die NSA quasi davon besessen ist, alle möglichen Kommunikationen und Internetverbindungen abzuhören, dass der einzige Ort, wo man irgendwie noch geheim oder ja, privat kommunizieren könnte, in einem Flugzeug ist. Und die Erschütterungen, die während des Talks aufgetreten sind, deuten darauf hin, dass er wirklich in einem Flugzeug saß. Aber bisher wollte mir das noch keiner bestätigen. Also falls das jemand kann, ich bin interessiert daran. Na, aber das Fenster war so rund. Also es war immer diese typische Flugzeugfensterrundung. Und diese, wie gesagt, kann man darüber diskutieren. Ein Vortrag, der mich und vielleicht viele andere auch sehr enttäuscht hat, war der Vortrag, wo Julian Assange kam. Das heißt, wir hatten diesen riesigen Saal, Saal 1, der war proppenvoll, es kamen keine Leute mehr rein, weil alle irgendwie ja, die Prominenz sehen wollten. Und dann ist das Internet diverse Male ausgefallen. Naja, das Ganze wurde dann vom NOC getwittert, dass jemand die Backbone-Box in Halle 1 manipuliert hätte, weil es gab halt eben auch Leute, die Julian Assange aus Gründen nicht sehen wollten, oder es gab im Vorfeld viel Diskussion darauf, ob er auftreten soll oder ob es angemessen ist, ihn sprechen zu lassen. Nichtsdestotrotz, die Botschaft, denke ich, kam rüber, nämlich dass die Leute, die Informationen haben und eben privilegierten Zugang zu Informationen haben, den auch nutzen sollten, um der Welt damit Informationen zu bieten, die sie sonst nicht hätte und die eben Unrecht aufklären können. Ja, dann ein kurzer Satz aus den Security Nightmares. Ein sehr deprimierender Rückblick diesen Jahr, weil eigentlich alles gar nicht mehr so lustig war, sondern weil alles irgendwie wahr geworden ist.
Und das war irgendwie auch sehr schön, als dann Frank Rieger meinte, ja, dass Gärtnern vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre. Das, ja, ich habe nicht an Gärtnern gedacht, aber ich habe dieses Mal auch ganz oft gedacht, wenn man sich damit beschäftigt, irgendwelche Artikel zu schreiben oder einfach mal morgens in die Nachrichten liest, dass man vielleicht doch einfach mal irgendwas anderes tun könnte. Aufs Land ziehen oder Kühe züchten oder sowas. Gärtnern ist auch eine Option. Dann bleibt die große Frage, war es das? Haben wir im Prinzip verloren, weil all das, was ich jetzt gesagt habe und die ganzen Vorträge, von denen man berichtet hat, waren doch nicht unbedingt Vorträge, die einen dazu aufrufen, positiv in die Zukunft zu blicken. Aber man hat hier noch ein bisschen was anderes auf dem Kongress und das, was wirklich passiert. Das heißt, es gibt massenweise Talks und von diesen Talks kann man wirklich, wirklich sehr viel lernen und die sind auch alle sehr interessant, aber das, was für mich auch den Kongress ausmacht, sind die Sachen, die nebenher laufen. Das heißt, die ganzen selbstorganisierten Sitzungen, die ganzen Projekte, die ganzen Menschen, die da sind und die ganze Marthe, die da ist. Und die Botschaft, dass wir alle Papst sind. Das heißt, ich mache es etwas unorthodox und schließe mit der Einleitung von dem Tim Pritloff, bei der es dieses großartige Video gab. Das können wir eventuell noch mal sehen, wenn ich darf. Aber ich weiß nicht, ob die Auflösung das auch hergibt, ob das noch Spaß macht. Also wer will es noch mal sehen? Wer kennt es sowieso schon? Was jetzt? Okay. Müssen wir gucken, was die Auflösung sagt. Aber genau, also ich könnte mir das auch immer wieder angucken auf den
großen Leinwänden mit den ganz vielen anderen kleinen Leinwänden zu, was natürlich noch viel toller. Genau, das war's dann von mir. Ich danke für die Aufmerksamkeit und verweise auf ganz, ganz viele Quellen, ja, ganz viele Bilder und so. Genau, und übergebe wieder an dich. Ja, danke schön. Und ich sehe hier viele, die beim Kongress waren, viele, die aber auch nicht da waren. Zumindest habe ich sie nicht gesehen unter den 9000 Leuten. Habt ihr noch eure besten Talks, eure Erlebnisse, die ihr teilen möchtet mit den Leuten, die hier anwesend sind? Noch ein Tipp, was man sich unbedingt auf jeden Fall noch anschauen sollte? Six Landscapes hatten wir ja schon. Ich gehe mal da ganz hinter. Und kann in dem Moment auch noch darauf verweisen, dass es ein ganz großartiges Projekt gab, das beim Kongress das erste Mal stattgefunden hat, weil ich gerade hier Fiona sehe. Und zwar die Mentorinnen, die Leuten geholfen haben, die das erste Mal beim Kongress waren und noch niemanden kannten. Und da auch nochmal einen Applaus für, ganz großartig. Da schließt sich meine Frage ganz gut an. Ich habe keine Anregung, nichts, kein Talk. Ich war nämlich selber nicht da. Ich schiebe gleich auch mal vorweg, dass ich nicht aus der Szene komme. Ich studiere nichts mit Technik, ich studiere Medien und Politik. Deshalb bin ich ein ganz Outsider. Ich komme einfach nur seit ein paar... Bitte? Genau in der Szene. Ja, in der Szene ja, aber ich bin trotzdem nicht in der Szene. Thematisch dran, aber das spielt jetzt auch keine Rolle. Meine Frage ist eigentlich nur, weil das ist, was ich mich auch immer frage, wenn ich hierher komme. Ich hatte euch von der DigiGäste auch schon mal eine E-Mail geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten, vielleicht, weil so viel Stress war. Wie, einfach nur aus Neugier, vielleicht kannst du da noch mal ein paar Sätze zu sagen, wird das, was da auf dem Kongress besprochen wird, wie sind sozusagen die Versuche, das auch politisch wirksam zu machen irgendwie? Also ist das nur für interne Leute gedacht oder gibt es da irgendwie Versuche, das, was da besprochen wird, das, was da diskutiert wird, weil das ist ja nicht vielleicht nicht nur für Leute, die in der Szene sind, sozusagen interessant, sondern auch für andere. Gibt es da irgendwie Versuche, das auch irgendwie ein bisschen weiter zu verbreiten, das auch der Politik nahezubringen und so rüber irgendwie Veränderungen, Erkenntnis zu erzielen? Ganz naive, unbedarfte Frage. Okay. Ich glaube, das einzige Naive an deiner Frage ist, dass du dich selbst nicht als Teil der Szene definierst. Weil ich glaube, die Szene kann man nicht definieren. Und es laufen sehr unterschiedliche Leute auf dem Kongress rum. Das heißt, da laufen die Hardcore-Informatiker rum, da laufen die Blogger rum, die gar nicht Informatiker sind und die sich ganz viel mit digitaler Gesellschaft beschäftigen. Da läuft wirklich jede Fachrichtung rum. Und eben das, was ich als Letztes gesagt habe, dass eben das, was auf dem Kongress passiert, nicht nur die Talks sind, sondern im Prinzip das, was wirklich in den Projekten oder in den selbstorganisierten Sessions passiert, ist genau das, was du meintest. Das heißt, da werden eben auch politische Kampagnen geplant, da wird ganz konkret geplant, was für Aktionen passieren. Das heißt, das ist genau das, was du meinst, und da geht es eben nicht um In- oder Outsider, da braucht man Leute aus beiden Bereichen, da braucht man Leute, oder was heißt aus beiden, aus allen Bereichen, da braucht man die Leute aus der Zivilgesellschaft, da braucht man die Leute aus der politischen Sphäre, da braucht man die Leute aus den Medien und da braucht man die Informatiker. Also ich zumindest muss sagen, ich komme aus beiden Ecken, ich bin fertiger Informatiker und ich bin irgendwie aus der Zivilgesellschaft und aus der politischen Ecke und ich fühle mich in beiden Sphären wohl und muss sagen, das ist so... Keine Ahnung, dass jeder auf dem Kongress willkommen ist, was ich eben auch meinte. Der Kongress wird immer größer, letztes Jahr waren es 6000 Leute, dieses Jahr waren es zumindest über 8000 und da kann man sich denken, dass das nicht nur die gesamte Informatikriege aus Deutschland ist, die sich dafür sammelt. Ja, digitale Gesellschaft war ja auch direkt angesprochen. Geraldine, willst du antworten? Oder? Ansonsten kann ich noch sagen, es waren sehr, sehr viele Journalisten auch da, es waren sehr viele Politiker und Politikerinnen auch natürlich da. Wenn das auch noch viel mehr sein könnten. Also es sollten auch die Staatssekretäre aus den Ministerien natürlich kommen. Es waren jetzt nur ein paar Parlamentarier und Mitarbeiter da. Und was Anna auch vorgestellt hat, waren ein paar Talks, die auch von Mitgliedern von Digitale Gesellschaft gehalten wurden, teilweise. Und eins davon zum Beispiel das Recht auf Remix, was halt die Vorstellung einer Kampagne ist. Also es geht da nicht darum, nur in diesem Vortrag irgendwas zu zeigen, sondern das läuft vorher, das läuft nachher. Da ist zum Beispiel das Museum, was dann entsteht gerade und natürlich auch viele andere Sachen. Geraldine, du kannst ja
ergänzen? Jetzt bin ich so angesprochen, bin ich aufgesprungen. Ja, ich würde einfach nur noch mal gerne zustimmen und bestätigen aus meiner Perspektive. Also auch genau das, was Anna eben gesagt hat, habe ich gerade dieses Jahr so empfunden, dass du wirklich, du kannst auch als totaler Neuling dahin kommen und auch, wie Sandra vorhin gesagt hat, durch Aktionen wie die, die Fiona mit unterstützt hat, also dass eben auch neue Leute rumgeführt werden, willkommen geheißen werden. Es ist sehr inklusiv und hat eben gar nicht dieses Closed-Shop-Gefühl. Und was ich sehr toll fand, ist einfach aufgrund natürlich der Aktualität der Themen, die eben auch dieses Jahr besprochen wurden, die Aufnahme in der Mainstream-Presse, einfach von den Themen, die da waren. Man hat, auch wenn man nicht auf dem Kongress war, glaube ich, dieses Jahr sehr viel mitbekommen. Es sind ganz klare Botschaften vermittelt worden. Also es gab viele ganz klare Aussagen, die an die Politik vom Kongress gingen und auch gehört wurden und eben über verschiedene Medien, über den Rundfunk, über Presse etc. Kommuniziert wurden. Und ich hoffe, dass diese Aufmerksamkeit, die da entstanden wurde, auch zu halten ist in den nächsten Monaten und dass wir alle gemeinsam daran arbeiten können, eben dafür zu sorgen, dass es so ist und die Message eben immer weiter auch bei Menschen ankommt, die vielleicht noch nicht so davon gehört haben. Und eben auch so Beispiele, wie das durch Demos und andere Aktionen dann wieder auf die Straße und rauszutragen und weiter kommunizieren, dafür natürlich ganz wichtig sind. Dankeschön. Noch eine Frage oder eine Anregung? Ja, muss ich mal drauf drücken? Einfach einsprechen. Frage, welche Message, Aktion, also gerade weil Tims Einführung ja kam und da war der O-Ton sprachlos und der Kongress hatte kein Motto. Ja, wo ist das in sich kehren und dieses jetzt stopp, es wirkt so ein bisschen auf mich, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Was die Message denn, eben hieß es, die Message weitertragen, welche Message? Also ich habe verschiedene mitgenommen, aber vielleicht können wir so ein bisschen crowdsourcen. Mich würde auch interessieren, was für euch so die Kernaussagen war, aber auch alleine von den Talks, die du heute erwähnt hast, gab es verschiedene Messages, wie eine davon, und das ist jetzt auch gebrainstormt von mir, aber Cryptography Matters. Und ja, man kann was tun, um eben technisch auch selber aktiv zu werden. Und das ist vielleicht nicht nur was, was Experten machen sollten, würde ich sagen, ist eine klare Botschaft gewesen. Die Botschaft aus dem Talk mit Assange, dass jeder Mensch, der in einem technisch-administrativen Bereich arbeitet, sich auch fragen sollte, welche politische Rolle er oder sie spielen kann und sollte. Und was eben der Aufruf an Menschen, die wie Edward Snowden Informationen beizutragen haben in der Welt, sich nicht davon einschüchtern lassen sollten, was passiert ist, sondern nach vorne treten sollten. Jetzt mal so als zwei Beispiele, aber vielleicht habt ihr auch noch weitere Messages, die ihr mitgenommen habt. Ja, also ich will noch mal kurz was dazu sagen, und zwar das, was ich als letztes, also was die letzte Einblendung war, und zwar das, wir sind alle Papst, ist ja eigentlich eine Aufforderung dazu zu sagen, jeder ist im Moment in der Verantwortung, die Sprachlosigkeit auch zu überwinden. Das heißt, jeder ist irgendwie willkommen oder dazu aufgerufen, mit dem, was er eben mitbringt, dazu beizutragen, dass man eben nächstes Jahr vielleicht wieder ein Motto haben kann oder dass man vielleicht nächstes Jahr auch wieder über die Security Nightmares lachen kann und nicht, dass einem irgendwo das Lachen im Halse stecken bleibt und dass wir vielleicht nächstes Jahr nicht mehr jeden Tag, natürlich werden wir es, weil es kommt ja noch ein bisschen was, nicht mehr jeden Tag über die NSA bloggen müssen. Vielleicht hört das ja irgendwann mal auf. Ja? Also das ist, glaube ich, das, was wir uns ein bisschen wünschen, und ich glaube, das ist auch das, was jeder tun kann, egal mit welchen Mitteln, mit dem, was eben am besten kann. Dankeschön. Ja, ich hoffe, ihr bleibt alle noch ein bisschen, um zu quatschen und auch die Referentin nochmal zu löchern, wenn ihr noch Fragen habt. Dankeschön, dass ihr alle da wart. Danke an die Seabase für den Stream. Danke an alle, die im Stream waren. Und ja, habt noch einen schönen Abend. Genau. Wir sehen uns dann hoffentlich im Februar zum 21. Netzpolitischen Abend hier in der Seabase wieder. Ja, jeder erste Dienstag im Monat, wie ihr wisst. Wir zeigen es auch gleich nochmal auf einer Folie.